Wo jetzt vorhin die Modelle aus den Sozialwissenschaften sehr abstrakt waren und sehr abstrakt beschrieben haben, wie eine Organisation funktioniert, sind die Modelle aus den Betriebswirtschaften eher konkreter, eher handlungsleitender, das heißt direkt anwendbar, beziehen sich also von der Modellzielsetzung her auf konkretere Probleme, nicht rein erklärend, sondern möchten sogar handlungsleitend sein, geben also Hinweise darauf, wie es Auswirkungen zurück in die Realität geben kann. Vorhin gesagt, die sozialwirtschaftlichen Modelle haben per se einmal rein erklärende Wirkung, das heißt helfen dabei, eine Organisation zu verstehen. Mit diesen konkreteren Modellen gibt es diesen Rückwirkungsmodus, wo es dann auf eine konkrete Auswirkungen in der Realität zurückgeht. Wir betrachten jetzt da ein paar unterschiedliche Modellarten. Das ist eine relativ subjektive Auswahl, mit denen man Organisationen erklären kann oder organisationale Phänomene erklären kann und die Auswirkungen auf den betriebswirtschaftlichen Erfolg dann beurteilen kann beziehungsweise Maßnahmen daraus ableiten kann. Ich werde es auch nicht ganz detailliert durchgehen. Ist vielleicht sinnvoller, das durchzulesen an dieser Stelle und nicht alles vorzutragen bzw. vorzulesen. Das erste Modell, das wir uns anschauen, ist das, was üblicherweise im allgemeinen Sprachgebrauch auch bei der Betriebswirtschaftslehre auftaucht. Das ist das Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell im allgemeinen Sprachgebrauch ist das Gesamtkonzept, das dazu da ist, zu erklären, oder zu beschreiben, wie eine Organisation ihr Ziel erreicht, zuerst einmal ihr Ziel definiert, sich ihren Markt erschließt und dann die Maßnahmen zur Zielerreichung abstellt. Das heißt, das kann umfassen die Kunden, die Zielgruppen, die Produkte, die Struktur des Unternehmens, genauso wie die Prozesse. In einem Geschäftsmodell kann alles drinnen sein. Normalerweise beginnt man relativ abstrakt auf strategischer Ebene, mal sich klar zu werden, was ist überhaupt der Mehrwert, den ich potenziellen Kunden anbieten kann, wer sind überhaupt meine potenziellen Kunden und wie dann runtergebrochen kann ich diese Zielerreichung durch organisationale Maßnahmen in Struktur und Verhalten, in Abläufen gewährleisten. Ein sehr gängiges Modell, das da gern verwendet wird, weil es auch sehr zugänglich ist in der visuellen Darstellung bzw. in den Kategorien, in den Beschreibungskategorien, die es verwendet, ist der Business Model Canvas. Der ist vielleicht bekannt, die werden deswegen auch nicht im Detail jetzt durchgehen. Diese Grafik stellt ihn dar und konzeptualisiert, das ist jetzt aus Modellsicht wieder wichtig, konzeptualisiert, wie wir denn unsere internen, also unsere Umwelt als Organisation beziehungsweise unsere internen Strukturen darlegen. Und das kann man jetzt aus unterschiedlichen Aspekten betrachten. Business Model Canvas gibt jetzt solche Aspekte vor. Alles andere, was vielleicht noch relevant wäre, ist hier weg abstrahiert. Das heißt, da haben wir diese Modelleigenschaft mit der Ausschnitt der Realität, der zählt oder den man in einem Modell abbildet, der ist relevant. Und hier betrachtet man auf der einen Seite das Wertversprechen als zentralen Aspekt. Das heißt, was glauben wir denn, was wir als Organisation, als Unternehmen anbieten können? Was ist der Wert, den wir generieren können? Hin zu unseren Kunden. Das heißt, wer sind überhaupt unsere Kunden? In welche Segmente lassen sich die unterteilen? Welche Beziehungen bauen wir zu diesen Kunden auf? Über welche Kanäle kommunizieren wir mit ihnen, um letztendlich Einnahmequellen für unsere Organisation zu generieren. Das heißt, da gibt es dann eine Beziehung bzw. auch eine Rückwirkung. Wenn ich eine Einnahmequelle habe, dann hat das Auswirkungen wahrscheinlich auf diesen oberen Bereich. Auf der anderen Seite haben wir die innerorganisationale Betrachtungsweise. Das heißt, um dieses Wertversprechen zu gewährleisten oder erreichen zu können, braucht man gewisse Schlüsselaktivitäten, aus denen leiten sich dann später die Geschäftsprozesse ab. Wir brauchen Schlüsselressourcen. Das ist dann die Grundlage unserer Aufbauorganisation. Das heißt, hier haben wir das
wer arbeitet denn, welche Ressourcen brauchen wir, auch welche Maschinen brauchen wir gegebenenfalls. Hier haben wir die Aktivitäten, die mit diesen Ressourcen ausgeführt werden. Nicht alles werden wir als Organisation selbst machen können. Wir arbeiten dann in einem Netzwerk. Das heißt, die Frage ist, wer sind unsere Partner? Nicht zum Kunden hin gedacht, sondern nach hinten hin in die Supply Chain gedacht. Das heißt, wie interagieren wir denn mit Zulieferern, mit Partnern? Für wen sind wir vielleicht Zulieferer? Und bilden ein Netzwerk, das wiederum zu einem gemeinsamen Kunden vielleicht führt und so weiter. Und dann haben wir als letzten Unterbau nochmal die Kostendimension, wo wir vorher die eine Seite gehabt haben mit den Einnahmen, haben wir hier die Ausgabenseite, auch hier wieder diese Unterteilung, auf der rechten Seite eher die Außenorientierung, also was kommt denn an Einnahmen rein und von welchen Kunden generieren wir das? Und hier die innere Strukturseite, was brauchen wir, um unser Wertversprechen zu generieren und welche Kosten verursacht das? Wenn man das alles ausfüllt, baut man oder erarbeitet, hat man die Grundlage dafür, die Organisationsgestaltung informiert anzugehen. Man garantiert jetzt nicht den Erfolg, aber ich habe zumindest ein Modell wiederum, wo empirisch belegt, die wesentlichen oder nicht die wesentlichen, aber wesentliche Aspekte der Realität, die ich brauche, um ein Geschäftsmodell zu definieren, abgebildet sind. Gibt es auch andere, alle also Geschäftsmodellen und Geschäftsmodellmodellierungsansätzen, kann man ganze Bücher füllen oder ganze Lehrveranstaltungen durchführen. Business Model Canvas ist, wie gesagt, ein Ansatz, der uns dabei hilft, das relativ zugänglich und niederschwellig zu modellieren, was wir mit unserer Organisation erreichen wollen. So, das ist auch hier dann nochmal ein bisschen runtergebrochen in konkrete Fragen. Brauchen wir jetzt nicht im Detail durchgehen. Wo der Business Model Canvas ein Planungsinstrument war, also das, um das Geschäftsmodell erst einmal aufzustellen, ist die Balanced Scorecard ein Controlling-Modell, also ein Modell, das uns dabei hilft zu beschreiben oder zu modellieren, woran wir denn unseren Geschäftserfolg messen. Das heißt, wir verknüpfen damit das Geschäftsmodell, die Strategie, die daraus abgeleitet wird, und die Umsetzung, die konkrete Umsetzung, und hinterlegen es dann mit einzelnen Kennzahlen, mit Kennzahlensystemen, die wir in der Balanced Scorecard dann aggregieren und mit unserer Strategie abgreifen, also abgleichen können. Wichtig in diesem Kontext, deswegen heißt sie auch Balanced, ist, dass wir das Unternehmen, die Organisation oder das Unternehmen nicht nur aus einer Sichtweise betrachten, das heißt unsere Kennzahlen nicht zum Beispiel rein aus finanziellen Gesichtspunkten definieren, sondern in diesem Kennzahlenmodell, in dem System, das wir aufstellen, unterschiedliche Aspekte betrachten, so wie wir das beim Business Model Canvas hatten, die unterschiedlichen Sichtweisen, haben wir auch in der Balanced Scorecard diese unterschiedlichen Sichtweisen. Das heißt, klassischerweise in der klassischen Balanced Scorecard gibt es 4 Aspekte, die man in Kennzahlen abbilden möchte, also wo man jeweils die Ziele, die Kennzahlen, die Vorgaben und die Maßnahmen zur Erreichung dieser Vorgaben definieren würde. Und das ist quasi die Außenperspektive, wie stehen wir finanziell da, die Außenperspektive zu unseren Shareholdern, zu unseren Inhabern. Die zweite Außenperspektiven-Dimension ist, wie stehen wir zu unseren Kunden da, was sind unsere Ziele bezüglich der Kunden. Und dann haben wir 2 Innenperspektiven, die wir auch abbilden wollen. Wie schauen unsere Geschäftsprozesse aus, welche Kennzahlen haben wir da? Sind das auch wiederum rein, also das können jetzt rein effizienzorientierte Kennzahlen, Durchlaufzeiten, Ressourcenauslastung und so weiter sein. Das können auch innovationsorientierte Kennzahlen sein, wo man die Innovationskraft der Geschäftsprozesse zum Beispiel messen möchte. Und da gehen wir dann schon in die 4. Dimension runter, die dann am schwersten zu messen wird. Das ist Lernen und Entwicklung, wo es darum geht, auch und zwar gleichberechtigt zu den anderen 3 Dimensionen zu betrachten, wie wir
messen, dass sich unsere Organisation auch weiterentwickelt, innovationsfähig und agil bleibt, so dass sie dann auf geänderte äußere Rahmenbedingungen reagieren kann. Das war ein relativ radikaler Ansatz, weil klassische Kennzahlensysteme davor sehr stark finanziell orientiert waren, vielleicht nur effizienzorientiert auf die Geschäftsprozesse. Das waren die beiden Dimensionen innen und außen, die man hauptsächlich betrachtet hat. Was die Balanced Scorecard dazu bringt, ist die Kundendimension als Customer-Orientierung im Kennzahlensystem und die Mitarbeiterorientierung über die Lern- und Entwicklungsdimension. Ins operative Tun kommen wir dann mit den Modellen des Total Quality Management. Also hier geht es jetzt um Modelle, die Qualitätssicherungsmaßnahmen beschreiben und damit schon viel konkreter werden. Das heißt, die erste war ein Planungsinstrument, der Business Model Canvas. Das zweite war ein Controlling-Modell zur strategischen Steuerung eines Unternehmens. Beim Total Quality Management geht es ums konkrete Umsetzen von qualitätssteigernden Maßnahmen. Und auch hier haben wir, ohne dass wir das jetzt wieder im Detail diskutieren, im Modell abgebildet, welche Aspekte denn relevant sind, um die Qualität auf der einen Seite zu steigern und woran man es erkennen kann. Da gibt es im Kontext dieses Total Quality Management die European Foundation for Quality Management, das ist das Modell dazu, da sieht man das, und der unterscheidet eingebettet in einen PDCA-Zyklus, also einen Planning, Doing, Acting, Checking-Zyklus, welche Aspekte jeweils betrachtet werden müssen, um Qualitätssteigerung zu erlangen und die dann auch erkennen zu können, messen zu können, sind auf der einen Seite die Enabler, das ist dieser Prozess oder dieser Teil des Modells, und die Ergebnisse, an denen wir sehen, ob wir die angestrebten Qualitätsziele erreicht haben. Und er sagt, okay, oder dieses Framework sagt, die Befähiger setzen sich zusammen aus Führungsaspekten, aus Strategieaspekten, Ressourcenausstattung und der Mitarbeiterorientierung und vor allem mit dem stärksten Gewicht, diese Prozentwerte sind jetzt nicht zu hinterfragen, aber hier mit dem stärksten Gewicht, die internen Prozesse, nach denen wir arbeiten, und messen können wir es an der Mitarbeiterzufriedenheit, der Kundenzufriedenheit, der Auswirkungen auf die Gesellschaft und den finanziellen Ergebnissen. Also auch hier finden wir tatsächlich wieder analoge Elemente wie in der Balanced Scorecard. Das heißt, das ist grundsätzlich kompatibel. In dem EFQM-Framework ist dieses Controlling-Instrument aber eben in einen Steuerungszyklus eingebettet. Man sagt, okay, es geht nicht nur darum zu messen, sondern auch die Maßnahmen abzuleiten. Das heißt, wir planen, erster Schritt, wir tun, wir kontrollieren und ändern dann wieder was an unseren Maßnahmen, sodass wir uns kontinuierlich verbessern können. Das gibt es auch in einer abgeschwächten Form. Das ist die bekannte ISO 9000 oder 9001 Standardserie, die das Qualitätsmanagement standardisiert und in der Organisation verankert. Hinterfragen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Nur so viel ist, dass dieses EFQM das umfassendere Framework ist, das auch höhere Standards anlegt. Im ISO 9000 Standard definieren wir die Minimalanforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Deswegen ist es auch das, was am weitesten verbreitet ist, was auch heute als Minimalanforderung üblicherweise im Geschäftsverkehr zwischen Organisationen gefordert wird. Genau. Die Value Networks haben wir vorhin schon, mal diskutiert, wo es um kommunikationsorientierte Organisationssicht gegangen ist. Die sind im Wesentlichen ein Werkzeug, um diese kommunikationsorientierte Sicht auf Organisationen nach Habermas oder Luhmann abzubilden, und bilden Werteflüsse ab. Das heißt, da legen den Fokus auf die Value Proposition zwischen unterschiedlichen Akteuren im Geschäftsverkehr. Das Innovative an diesem Modell war, dass man gesagt hat, es gibt nicht nur die tangiblen Werte,
die zwischen Systemen ausgetauscht werden, also finanziell beurteilbare, greifbare Werte, sondern es gibt auch intangible Werte, die ebenso eine Rolle im Geschäftsverkehr spielen und die bei einer Organisationsanalyse innerhalb einer Organisation, aber vor allem zwischen Organisationseinheiten ebenfalls betrachtet werden müssen, analysiert werden müssen, um zu verstehen, warum sich eine Organisation gegenüber einer anderen so verhält, wie sie sich verhält. Das lässt sich nicht immer ausschließlich aus den tangiblen Zusammenhängen abbilden. Ja, das wird jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich auch zu weit führen, das detaillierter zu diskutieren. Im Skriptum steht noch mal ein bisschen was dazu drinnen. Hier nur als ein Beispiel für ein kommunikationsorientiertes Organisationsmodell, wo die anderen sehr prozessorientiert und damit arbeitsteilungsorientiert, das heißt in der Tradition des Taylorismus, Fordismus aufgestellt waren, sind wir hier stärker organisationsorientiert unterwegs, kommunikationsorientiert unterwegs. Sorry.